Herzlich willkommen zum Objektforum in der Online-Edition. Heute zum zweiten Mal dieses Monats aus Stuttgart. Die Veranstaltung heute sollte ja eigentlich auf der Step-Terrasse stattfinden. Das hat leider nicht sollen sein, aber wir hoffen, dass es bald wieder soweit ist und wir uns persönlich treffen können und am Ende auch uns den Magen mit belegten Brötchen vollschlagen. Heute allerdings nochmal online mit dem spannenden Thema Vehicle Apps, IT meets Automotive. Und wir haben mehrere Referenten am Start heute. Einer davon von Bosch und auch einige Speaker oder ein Speaker von Andrena. Die werden sich nachher gleich selber vorstellen. Zunächst aber noch ein Spendenhinweis. Die Eugele Stiftung für das kranke Kind e.V. freut sich über eure Spenden und dazu kopiere ich euch mal einen Link in den Chat. Da dürft ihr alle fleißig Geld lassen und die Kinder bei der Eugele Stiftung freuen sich. Ansonsten haben wir einen Umfrage-Link auch noch am Ende des Meetings. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon Feedback da lassen, aber ja, schaut euch lieber erstmal den Vortrag an und bildet euch dann eine Meinung dazu. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei den nächsten Andrena-Events wieder dabei sein werdet. Da gebe ich am Ende auch nochmal einen Hinweis und poste jetzt gleich auch schon den Link zu den Events in den Chat. Dann übergebe ich das Wort an die Speaker. Bitte schön. Hallo, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich glaube, ich muss noch ganz kurz mein Teams deaktivieren. Wir hören dich auf jeden Fall. Das ist gut. So, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich überhaupt auch, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Christian Kerstan. Ich bin Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH und kümmere mich jeden Tag ein wenig um die technische Strategie bezüglich EE-Architekturen und dem Thema Software. Und seit nun einer geraumen Weile beschäftigen wir uns mit spannenden Themen im Kontext von IT meets Automotive und sogenannten Vehicle Applications. Weil wie cool wäre es denn eigentlich, wenn das denn möglich wäre? Und zuallererst habe ich ein kleines Video mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Aber wir probieren das einfach. Megatrends wie Vernetzung, Personalisierung, Elektrifizierung und autonomes Fahren eröffnen uns neue Möglichkeiten, stellen uns aber auch vor neue Herausforderungen durch stetig steigende Komplexität, Datenmengen und Rechenleistungen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, definieren sich Fahrzeuge künftig durch eine intelligente Kombination aus Elektronik und Software und sind vernetzt mit dem Fahrer, ihrer Umgebung und untereinander. So werden Funktionen wie V2X-Kommunikation oder Over-the-Air-Updates realisierbar und das Fahrzeug zum vollwertigen Teil des IoT-Ökosystems. Bosch nimmt sich diese Entwicklung an und nutzt dafür den Paradigmenwechsel in der elektrisch-elektronischen Architektur von einer domänenspezifischen hin zu einer fahrzeugzentrischen und zonenorientierten EE-Architektur. Diese setzt auf wenige, aber dafür sehr leistungsstarke, domänenübergreifende Fahrzeugcomputer, kombiniert mit Zonensteuergeräten. Die daraus folgende Zentralisierung der EE-Architektur macht die Komplexität beherrschbar und ermöglicht die Entwicklung hin zum IoT-Device auf Rädern. So vereint Bosch Vision und Wirklichkeit. So, das nächste, was ich gelernt habe, hier müssen wir einmal den Ton ausmachen. So, jetzt gibt es auch kein Echo mehr. Wo kommen wir also her? Wir wollen irgendwie das IoT-Device auf Rädern bauen und das haben ja jetzt schon relativ viele Firmen, Automobilhersteller, Zulieferer, aber auch Firmen außerhalb der Automotive-Branche angekündigt und auch viele Lösungen in den Markt gepackt. Und meins, ich werde jetzt einmal ganz kurz vorstellen, woran das denn liegt oder wo kommt das eigentlich her? Und dann schauen wir uns natürlich auch an, was denn die Motivation dahinter ist oder warum wir denn einen etwas anderen Ansatz verfolgen.
Das Erste, was wir hier sehen, ist, Laser geht nicht, okay. Das heißt, wir haben hier unten erstmal in unserem Fahrzeug so die Basics, also möglichst nah an der Physik gibt es sogenannte Sensoren und Aktuatoren. Das ist das Zeug, was einmal natürlich die reale Welt misst, aber halt auch beeinflussen kann. Dazu gehören so Temperatursensoren, Lambda-Sensoren, wahnsinnig viele Sensoren, die irgendwie im Fahrzeug verteilt sind und die irgendwie auch ausgewertet werden wollen. Ausgewertet werden tun die in sogenannten ECUs oder Electronic Control Units, sogenannten Steuergeräten auf Deutsch, und dort gibt es entsprechend Rechenleistung. Also ich weiß nicht, ob so bekannt ist, wie viele Steuergeräte in so einem Fahrzeug einfach verbaut sind. Wir reden hier von einer Spannbreite von ungefähr 30 Steuergeräten im wirklich Low-End-Segment bis hin zu 250 Steuergeräten und Knoten in einem etwas hochpreisigeren Fahrzeug. Das bringt natürlich eine wahnsinnige Komplexität mit, weil eben all diese Steuergeräte miteinander rechnen und kommunizieren wollen, und damit das dann halt auch wirklich alles funktioniert, dass die Fenster aufgehen, wenn es draußen zu kalt oder zu warm ist, ist gar nicht so einfach. Was aber in letzter Zeit passiert, das heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahren, sehen wir, dass wir immer mehr Rechenleistung in die Fahrzeuge bekommen. Früher hat man das einfach so gemacht. Ich habe in ein Fahrzeug eine Bremse eingebaut, brachte ihre eigenen Sensoren und Aktuatoren mit. Wenn ich eine andere Bremse genommen habe, ging das irgendwie anders. Mittlerweile führen wir in das Fahrzeug hier oben diese großen Kisten ein, sogenannte Vehicle Computer. Das heißt, es sind wirklich relativ starke Rechenmaschinen, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit einem Rechenzentrum, aber doch sehr, sehr, sehr stark. Und dort werden dann wirklich große Aufgaben gerechnet. Sowas brauche ich zum Beispiel für automatisiertes Fahren. Das sieht man hier mit dem ADC. Sowas brauche ich aber auch für das Infotainment, wo ich dann halt Videos rechnen will, irgendwie noch chatten möchte und ganz viele tolle Connectivity-Sachen. Last but not least gibt es aber auch noch einen Computer, der eigentlich für die ganzen Fahraufgaben oder für Personalisierung und ähnliche Aufgaben zuständig ist. Wir nennen das Ganze Vehicle-Integrationsplattform. Das sieht man hier. Was man auch sieht, sind sogenannte Zonen. Das heißt, wir teilen unser Fahrzeug jetzt ein bisschen auf, dass wir einfach die Komplexität mit jedem Schritt ein bisschen reduzieren. Auch das werden wir uns gleich anschauen. Der wichtigste Schritt insgesamt ist aber, dass wir wegkommen von dieser sehr spezifischen Kommunikation zwischen den Sensoren mit den entsprechenden Steuergeräten hin zu den Aktuatoren. Das hat man damals oder nennt man heute auch noch signalorientierte Kommunikation und ist ein klassisches regelungsbasiertes System. Das heißt, man kann Regelungstechnik studieren und dann kann man ein solches System auslegen. Wir ändern das gerade. Auf den Vehicle Computern möchte ich eigentlich auf Services zurückgreifen. Ich möchte gar nicht mehr wissen, wie all das Zeug da unten aussieht, sondern ich möchte einfach sagen, okay, bitte jetzt bremsen, bitte jetzt wärmer, kälter, Licht an, Licht aus. Und das ist das, was wir darunter verstehen, wenn wir über serviceorientierte Kommunikation sprechen. Und das ist am Ende der große Punkt. Wir müssen irgendwie von diesen 200 Steuergeräten abstrahieren für diese großen Computer, sodass ich dort dann auch wirklich was machen kann, sodass ich dort wirklich rechnen kann, was dann am Ende auch wirklich eine Auswirkung in der Realität hat. Kommen wir mal zu dem Punkt, warum oder was machen wir anders? Und da würde ich jetzt gern an meinen Kollegen übergeben. Sobald, genau. Patrick. Gerne, ich stelle mich einmal noch kurz vor. Patrick Eberle, der Name. Und ich arbeite in einer Tochter von Bosch, in der sogenannten Bosch I.O. GmbH, arbeite dort im Innovationsbereich und helfe Bosch Geschäftseinheiten wiederum, neue datenbasierte Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen. Und so habe ich auch mit dem Christian schon in einigen Projekten zusammengearbeitet, unter anderem in dem Projekt, wo wir uns mit der Schnittstelle hier beschäftigt hatten. Weil die Idee, um die Technologie, wie der Christian das gerade beschrieben hatte, in die moderne Zeit zu führen, da ist ein Baustein dafür, dass wir zukünftig eine zentrale Schnittstellenbibliothek haben werden. Das kommt aus dem Business-Kontext so ein bisschen aus der Problematik heraus, wenn wir uns so eine kleine Story aufbauen. Das heißt, wir haben oben links sehen wir im Prinzip eine coole Idee und wollen das Ganze in Fahrzeuge bringen. Das heißt, wir wollen das in eine moderne Applikation gießen, in eine App gießen, implementieren das Ganze und entwickeln das.
und stehen dann aber im dritten Schritt vor einem gewissen Problem schon, weil es heutzutage sehr viel Aufwand kostet, so eine Applikation auf die ganzen verschiedenen Fahrzeugplattformen zu bringen. Das heißt, wenn ich eine Applikation für unterschiedliche Fahrzeuge entwickeln möchte, angefangen von unseren deutschen Automobilherstellern über amerikanische Automobilhersteller oder auch schon bei verschiedenen Fahrzeugklassen von einem Automobilhersteller, habe ich in der Regel eine sehr unterschiedliche und heterogene Landschaft an Steuergeräten in dem jeweiligen Fahrzeug. Und aufgrund von dieser Heterogenität muss ich dann wiederum die Schnittstellen meiner Applikation sehr individuell auf die einzelnen Fahrzeugklassen bzw. Fahrzeugmodelle anpassen. Das heißt, das habe ich dann schon bei verschiedenen Fahrzeugmodellen eines Fahrzeugherstellers, sei es von einer Limousine auf ein Coupé oder auf ein Cabrio, aber dann eben auch von einem Fahrzeughersteller wiederum auf einen anderen Fahrzeughersteller. Das führt zu sehr, sehr viel Komplexität, einmal im Entwicklungsvorgang selber, aber auch dann zu sehr viel Aufwand, weil ich die ganzen Funktionalitäten, die ich in die Applikation gegossen habe, natürlich dann auch entsprechend warten muss und über einen gewissen Lebenszeitraum dann zur Verfügung stellen muss. Und das muss ich dann auch entsprechend gewährleisten. Das heißt, da binde ich sehr, sehr viele Kapazitäten, was dazu führt, dass diese ganzen Ambitionen, die ich in dem Kontext heutzutage habe, mit der digitalen Transformation, moderne Software-Applikationen zu schreiben für die Fahrzeuge, das skaliert nicht effizient. Und das bringt mich so in gewisser Weise in das Problem, dass ich eigentlich die Wertschöpfung zukünftig vor allem über Software realisieren möchte im Fahrzeugkontext, das aber nicht wirklich wirtschaftlich effizient kann. Und ein großes Problem dabei stellen eben die Schnittstellen dar, über die unterschiedlichen Ebenen auch des Fahrzeugs hinweg. Wir können einmal auf die nächste Folie gehen. Hier haben wir es nochmal ein Stück weit abstrahiert, visualisiert. Das heißt, die Darstellung, die der Christian Kerstan gerade eben schon erklärt hatte, von den Aktuatoren und den Sensoren, die sehen wir hier ganz unten dargestellt, in den kleinen Quadranten bzw. Boxen, bis hin zu modernen Software-Applikationen auf der obersten Ebene. Die Idee ist jetzt, durch Standardisierung und Abstrahierung die Entwicklungszyklen zu entkoppeln. Das heißt, wenn wir uns auf der untersten Ebene im Fahrzeug bewegen, wo es dann um Signale geht, wie gerade eben schon beschrieben, wo es auch um Hardwareentwicklung geht, wo es auch um sehr, sehr safety-relevante Funktionen beispielsweise sich dreht, da haben wir sehr lange Entwicklungszyklen. Da geht es in der Regel um mehrere Jahre und meistens dann nicht nur um ein Jahr, sondern eher 3 bis 5 Jahreszyklen, wo bestimmte Standards und Sicherheitsregularien auch erfüllt werden müssen, warum es dann zu diesen langen Entwicklungszyklen kommt. Wenn wir die Kette so ein bisschen weiter nach oben steigen, das heißt schon zu Hardware bzw. den Hardware-Drivern oder auch eine Ebene höher dann zu der Fahrzeugrepräsentanz, dann können die Entwicklungszyklen entsprechend verkürzt werden, theoretisch. Damit das Ganze aber funktioniert, muss zwischen den einzelnen Schichten jeweils eine Standardisierung erfolgen. Das heißt, es muss standardisierte Schnittstellen geben und es muss auch eine gewisse Abstraktion erfolgen können. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Applikation schreiben würde, die auf meinen Kofferraum per App zugreifen möchte, und wir kennen bestimmt alle die Beispiele, die es auch schon mehrfach in den Medien gab, dass ich per App meinen Kofferraum beispielsweise öffnen möchte, wenn der Postbote ein Paket hineinlegen soll oder ähnliches, das würde sich die App an sich auf der obersten Ebene bewegen, auf der Service-Ebene. Wenn ich jetzt den Kofferraum aber öffnen möchte, muss ich heutzutage noch sehr genau über die jeweilige Fahrzeugarchitektur Bescheid wissen, weil ich dann genau wissen muss, welche Steuergeräte muss ich ansteuern, um diese Funktion dann hervorzurufen, dass der Kofferraum sich einmal öffnet oder eventuell sich dann sozusagen auch wieder schließen soll. Und das Problem dabei ist jetzt eben, wenn ich das für einen Fahrzeughersteller bzw. für eine Fahrzeugklasse implementiere, kann sich das schon für die andere Fahrzeugklasse komplett unterscheiden, weil vielleicht der Kofferraum sich in der Größe unterscheidet, dadurch werden andere Steuergeräte benötigt, weil er sich vielleicht in der Form unterscheidet oder weil der jeweilige Fahrzeughersteller andere Steuergeräte einfach eingekauft hat bei anderen Lieferanten. Andere Steuergeräte bedeutet in der Regel immer andere Schnittstellen und dadurch habe ich jetzt für meine eine Applikation, dass ich eigentlich in Anführungszeichen nur den Kofferraum öffnen möchte, eine sehr, sehr hohe Vielfalt an unterschiedlichsten Schnittstellen und Fahrzeugarchitekturen, die ich ansteuern muss. Und das birgt eben diese große Komplexität.
an dem Projekt, was wir jetzt gearbeitet hatten oder wo wir auch noch daran arbeiten, an so einer einheitlichen Schnittstellenbibliothek. Dahinter ist jetzt die Idee, dass ich zukünftig die Schnittstelle wie in dem modernen Softwareentwicklungsumfeld ansprechen könnte, beispielsweise über so ein Keyword wie Open Trunk. Und dann würde das für alle Fahrzeuge gleich funktionieren. Das heißt, alle Fahrzeuge, die darauf zurückgreifen würden, auf diese Schnittstellenbibliothek, was wir jetzt Common Vehicle Interface nennen, dann könnte ich den Kofferraum entsprechend öffnen und meine Applikation selber müsste sich nicht komplett um die unterschiedlichen Schnittstellen kümmern, beziehungsweise ich als Softwareentwickler müsste jetzt nicht hergehen und die Integration dieser ganzen verschiedenen Schnittstellen durchführen. Wir machen das nicht alleine als Bosch. Wir setzen hier sehr, sehr stark und seit Anfang an auf Open Source und auf Partnerschaften. Und man sieht hier zwei Partner aufgeführt. Einmal sind wir in der Genevi Allianz vertreten, wo wir auch dieses Common Vehicle Interface sehr stark kontributieren und mit einbringen und uns dort sehr intensiv engagieren. Und auch im Zusammenhang mit dem B3C sind wir mittlerweile aktiv. Man sieht hier so ein bisschen schematisch, beispielhaft dargestellt, so einen Baum, wie das aussehen könnte. Das heißt, wenn semantisch so ein Fahrzeug erfasst wäre. Das Schöne hierbei an dem Modell ist jetzt, dass wir das nicht proprietär einbringen, sondern eben auf Basis des Open-Source-Gedankens, wie ich schon angerissen hatte. Das heißt, es können auch zukünftig andere Firmen hier neue Bestandteile bei dem Baum zufügen. Das heißt, wir können auch Contributions von anderen Firmen eingehen, dass der ganze Baum erweitert wird, dass neue Datenmodelle dazukommen, dass unterschiedlichste Fahrzeugklassen dann auch abgebildet werden können, dass der Baum dann auch modern bleibt und was eben alles dazugehört. Es ist so ein bisschen unter dem Leitspruch zusammengefasst, den man oben rechts sieht. An sich in dem grauen Balken, das kennt vielleicht der eine oder die andere mit Cooperate on Standards, Compete on Implementation, kommt aus dem Autosar-Kontext. Wir haben in dem Zusammenhang noch das kleine Wörtchen Differentiating hinzugefügt, weil es eben zukünftig darum gehen soll, dass man sich insbesondere auf die differenzierenden Merkmale fokussiert. Das heißt, es geht eben nicht so sehr oder es soll zukünftig nicht so sehr aus Fahrzeugherstellerperspektive dann auch darum gehen, dass man sich mit allem Möglichen in dem Fahrzeug auseinandersetzen muss, nur um dann so eine App auf den Weg zu bringen, um den Kofferraum aufzumachen, jetzt beispielhaft, sondern es soll eben wirtschaftlich effizient möglich sein. Und dafür dient dann insbesondere diese Schnittstellenbibliothek. Damit übergebe ich zurück an dich, Christian. Gut, Dankeschön. Dann habe ich jetzt einmal das Ganze als Beispiel, damit wir uns das auch vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Keine Sorge, viel tiefer gehen wir heute gar nicht, außer das ist gewünscht. Wir sehen hier, wie Patrick gesagt hat, unsere EE-Architektur. Wir sehen jetzt hier ein relativ einfaches Beispiel. Das geht darum, herauszufinden, welcher Fahrer ins Fahrzeug steigt. Das Beispiel ist einfach, aber schon sehr, sehr wirkungsvoll. Wir finden raus, wer steigt ein. Dabei muss man nicht den Namen wissen, aber wir können über die Zeit rausfinden, wie fährt denn derjenige. Ist das eher jemand, der so die Geschwindigkeitslimits so ausreizt? Ist das eher jemand, der sehr umweltbewusst beschleunigt? Dass man da einfach schaut, wie fährt denn diese Person? Das kann man aufbauen, das kann man entweder in die Cloud kommunizieren, das kann man auch lokal machen, darum soll es heute gar nicht gehen. Der Deal ist eigentlich, ich kann dieses Profil aufbauen, lokal. Und man sieht hier, dass ich hier so einen blauen Punkt habe, der repräsentiert, wer steigt denn da eigentlich ein? Wie finde ich das raus? Entweder über den Schlüssel, hier sieht man so ein Perfectly Keyless, das heißt, das ist unsere Lösung aktuell, um mit einem Handy das Fahrzeug aufzuschließen. Man geht zum Fahrzeug, schließt auf, jeder hat sein eigenes Handy, damit weiß das Fahrzeug, wer denn jetzt der Fahrer ist. So, das wird hier gemeldet an diesen kleinen Knubbel hier, Data Exchange heißt das, da werden die Profile aufgebaut. Das Profil wird einfach gemeldet, hier, guck mal hier, das ist so der umweltbewusste Fahrer zum Beispiel, das wird hier in dieses grüne Ding reingeschrieben. Diese bunten Klötze sind das, was wir auf der Folie vorher gesehen haben in diesem Baum. Die finde ich wieder. Gleichzeitig wird vielleicht aus der Cloud, wenn wir zum Beispiel an einen Truck oder Ähnliches denken, wird gemeldet, wie schwer ist denn das Fahrzeug? Insbesondere bei Trucks ist das sehr, sehr spannend. Ist das Fahrzeug leer oder ist das halt beladen, dann reden wir mal von ein paar Tonnen Unterschied und das finde ich halt während der Fahrt, wird das natürlich rausgefunden durch entsprechende Schätzer, aber es gibt keine Sensoren, die jetzt immer die Zuladung quasi kontrollieren.
Und diese Schätzer brauchen eine Weile, das heißt also, da sind ein paar Kilometer hin, bis die dann wirklich genau werden. Wir sind hier viel schneller, weil im Prinzip die Logistikzentren können diese Informationen nach unten laden. So, und die werden hier reingeladen, das heißt, ich habe jetzt hier alle Informationen, die ich schon mal brauche, damit das funktionieren kann. Was will ich eigentlich tun? Das sieht man hier, diese Efficiency Optimizer, darum geht es, wenn der Fahrer dann den ACC anmacht, wie fährt denn der? Ist das so, also einfach so ein bisschen angepasst, bremst der immer, wenn ich zu stark beschleunige oder ähnliches? Das kann ich halt mit dem Profil machen, fährt er sportlich oder nicht. Das heißt, ich kann meine Assistenzsysteme entsprechend dem Fahrer direkt einstellen und kann halt auch die Beschleunigung an den Fahrstil anpassen. Und das kann ich runtergeben an meine Embedded-Steuergeräte. Und der spannende Punkt ist, dass ich damit wieder Sprit sparen kann. Bis zu 5%. Und das macht bei Trucks mal entspannte 100 Euro im Jahr aus. So. Die Informationen kann ich über das Gewicht, kann ich auch an das ESP geben. Das heißt, das kann dann schon mal besser regeln, falls irgendwas passiert. Das funktioniert alles. Der coole Punkt ist, jetzt habe ich das einmal hier für so einen Transporter gemacht. Habe diese Apps implementiert. Und wir sehen hier, das ist alles noch sehr fahrzeugspezifisch. Alles, was hier unten drunter ist, ist fahrzeugspezifisch. Und jetzt machen wir mal den Deal, dass wir das übertragen wollen. Das heißt, hier sehen wir, da ist zum Beispiel ein anderes Schlüsselsystem. Ich habe hier vielleicht eine Fahrererkennung, weil das Ding vielleicht eine Innenraumüberwachung hat, wegen Taxi oder was auch immer. Ich finde also auf anderem Wege heraus, wer ist denn eigentlich der Fahrer. Und wir sehen, wir benutzen dieselben Datenpunkte. Und weil wir das tun, kann ich meine Apps wiederverwenden. Und das ist das, was Patrick gerade gesagt hat, mit ich kann auf jede Plattform, solange dieser Standard eingehalten wird, kann ich meine Apps deployen. Und damit spreche ich von echten Vehicle-Apps und kann damit wirklich den Traum von dem rollenden Smartphone oder IoT-Device on Wheels ein ganzes Stück näher kommen. Das hilft da oben. Ich kann meine Apps wiederverwenden. Das hilft uns aber auch bei der Entwicklung der Embedded-Sensoren, weil ich dort nämlich auch diese Schnittstellen einfach gerade ziehen kann. Weil ich ganz genau weiß, dass ich auch hier wieder eine Schnittstelle habe, auf die ich zugreife. Und das Ganze funktioniert nicht nur mit Standardfahrzeugen, es funktioniert mit großen Trucks. Und wir haben auch gezeigt, dass es mit Two-Wheelern funktioniert. Sogar mit E-Bikes. Dann kommen wir zu dem Punkt, was haben wir denn bisher schon mal so ein bisschen ausprobiert oder was haben wir denn darauf schon mal gemacht? Das eine ist die Effizienz, das habe ich gerade schon vorgestellt. Das nächste ist, ganz einfach Flottenanwendungen schreiben, wo ich dann halt sage, wo sind meine Fahrzeuge, kann ich die irgendwie hin und her schicken? Aktuell wird sowas häufig dann über Nachrüstlösungen realisiert. Ich kann auch rausfinden, wie geht es denn meinen Fahrzeugen da draußen? Das ist sehr spannend für zum Beispiel Taxiunternehmen. Wenn ich gerade an einer Werkstatt vorbeifahre und weiß, der muss in den nächsten paar Kilometern irgendwie mal was richten, dann könnte ich die Routen so optimieren, dass das einfach viel besser läuft. Das heißt, die Uptime von meinen Services kann ich optimieren. Ich kann viel schlauere Informationen nach oben geben. Das heißt also nicht einfach nur Beschleunigung und Fahrzeugposition, sondern ich kann das alles kombinieren mit all den Informationen, die ich eigentlich im Fahrzeug habe. Und kann möglicherweise im Fahrzeug bereits das so zusammenfassen, dass ich wirklich echte, coole, wichtige Informationen bekomme. Zum Beispiel, wenn ich rausfinden will, beschleunigt der immer besonders schlimm oder fährt er immer Bordsteinkanten hoch und runter, dann kann ich immer einfach nur alles rausstreamen, alle Daten. Das heißt, alle paar Millisekunden schicke ich irgendwelche Daten nach draußen. Riesenstream, Riesendatenvolumen und eigentlich geht es nur um drei kleine Punkte, nämlich genau an dem Punkt, wo ich so eine Bürgersteig da hochfahre. Und das kann ich alles schon im Fahrzeug ausrechnen, kann das auswerten, kann Data Fusion machen und da geht dann halt richtig viel. Electronic Horizon, ich kann daran arbeiten, dass das Fahrzeug von sich aus weiß, wie ist die Steigung in den nächsten auf meiner Route, gibt es da eine rote Ampel und so weiter und so fort. Damit kann ich natürlich Hybridstrategien oder halt auch E-Fahrzeuge weiter optimieren, sodass ich meine Reichweite erhöhen kann. Ich kann sowas machen wie Data-Driven Development. Ich kann mit einmal meine Flotte fragen, was benutzt das Ding überhaupt jemand? Wird überhaupt dieses Feature angeschaltet? Ja, wenn nie jemand den Nebelscheinwerfer anschaltet, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, dass ich das gar nicht brauche. Der Tesla hat das jetzt gemacht. Er hat herausgefunden, dass die Lordose-Unterstützung auf dem Beifahrersitz nicht so oft benutzt wird. Wer hätte das gedacht? Damit ist dieses Feature komplett weg.
mal schauen, wie lange das dann dauert, ja, bis das wieder reinkommt, weil das wichtige Kunden dann doch brauchen. Aber sowas, dass ich das überhaupt weiß, ist echt eine spannende Info. Connected Development. Ich kann auch bereits schon, während ich das Fahrzeug aufbaue, kann ich schauen, funktioniert das nicht. Ich kann ganz konkret reingehen und bereits dort mit dieser abstrakten Schnittstelle wirklich rausfinden, dass das geht. Und, wichtiger Teil, wie mache ich das denn? Wie greife ich denn darauf zu? Weil wenn das jetzt so eine einfache Schnittstelle ist, wie kann ich denn verhindern, dass nicht jemand in der Tiefgarage sagt, jetzt 180 km/h nach vorne? Ja, das ist ein bisschen gruselig, wenn das ein Auto mit mehr PS ist, bis man dann reagiert, ist man gegen der Wand. So, was haben wir gemacht? Wir haben das Ganze in Hardware umgesetzt, das sieht man hier. Wir haben das Ganze auf einem Nion umgesetzt, das ist die Plattform für die E-Bikes von Bosch. Wir haben das Ganze in Simulationsumgebungen reingepackt. Und wir haben das Ganze auch in ein Autorennspiel integriert, um einfach mal zu zeigen, dass es geht und dass man damit ein bisschen rumspielen kann. Viele, viele Anwendungsfälle, aber wir haben gedacht, eigentlich braucht man irgendwie was Objektives und wir müssen vor allen Dingen weitermachen und das kommt jetzt. Genau. Das heißt, wir haben den Open-Source-Gedanken einmal konsequent fortgeführt, sind dann auf die Suche gegangen und haben mit Microsoft gemeinsam einen Partner gefunden, der jetzt mit uns die sogenannte Software-Defined Vehicle-Plattform aufbaut. Da wird es vor allem um Prozesse, Methoden und Tools gehen, um das Fahrzeug, das heißt nicht nur nachher den PKW, sondern wie wir eben gezeigt hatten, unterschiedlichste Fahrzeugvarianten der Zukunft aufzubauen. Und hinter solchen Prozessen, Methoden und Tools können sich dann eben beispielsweise diese Schnittstellenbibliothek verbergen, aber auch eben auch noch andere Werkzeuge, die man dann dafür benötigt. Wir haben auch angefangen, sehr intensiv uns einzubringen bei Genevi rund um diese Common Vehicle Interface Initiative und haben auch schon erste Softwareprodukte von Bosch dann beigesteuert und Open Source gestellt. Sieht man unten wie mit dem Vehicle Edge oder beispielhaft mit dem IoT Event Analytics. Zusätzlich hatten wir dann den Entschluss gefasst, dass wir sehr früh damit an den Markt möchten, um auch Hypothesen testen zu können, Annahmen zu validieren und nicht so in den klassischen Fehler zu fallen der Industrie, dass wir uns erst sehr intensiv, sehr lange mit so einer Technologie innerhalb vom Unternehmen beschäftigen, dann an den Markt gehen und einen Kunde suchen müssen, beziehungsweise Use Cases suchen müssen, sondern wir wollten sehr früh an den Markt und hier unsere Hypothesen validieren können. Und der erste Schritt dazu, sehen wir dann auf der nächsten Folie, war, dass wir mit der Uni Mannheim eine Kooperation eingegangen sind und über ein Studentenprojekt und einen Design Thinking Ansatz die Challenge, die man unten sieht, dort eingegeben hatten. Das heißt, wir haben den Rennspielsimulator, den der Christian gerade erwähnt hatte, den Studenten zur Verfügung gestellt. Dort war die Schnittstellenbibliothek implementiert in diesem Spiel. Das heißt, ich konnte dort alle möglichen Datenpunkte meines Fahrzeugs einmal auslesen, aber auch wiederum neue Daten dann in das Fahrzeug einlesen und hatten dann den Studierenden entsprechend die Frage gestellt, basierend auf dieser Möglichkeit, wirtschaftlich effizient über die unterschiedlichsten Fahrzeugklassen und Fahrzeugmodelle Daten ein- und auslesen zu können, was wären denn von euch Ideen, wie ihr ein Startup aufmachen möchtet? Es ging uns jetzt weniger darum, so die Ideen von den Studierenden abzugreifen und dann selber umzusetzen. Wir hatten uns vorher intern Gedanken gemacht zu Hypothesen und Use Cases, was da alles interessant sein könnte. Aber uns ging es insbesondere darum, eine objektive Sicht auf das ganze Thema zu bekommen. Das heißt, in gewisser Weise die Hypothesen validiert zu bekommen und eine Gegenspiegelung einfach vom Markt, ob die Annahmen, die wir getroffen haben, realistisch sind. Die Intention dahinter war auch, früh einen Prototypen zu bauen und das Ganze dann von der reinen Theorie auch in die Praxis überführen zu können. Da haben wir dann auch den Christian Süßenbach kennengelernt von der Andrena, der das Ganze wiederum aufgegriffen hatte und uns die Möglichkeit gegeben hat, dann gemeinsam mit Kollegen von der Andrena das ganze Projekt auch noch zusätzlich umzusetzen. Und das heißt, wir haben über einen längeren Zeitraum dann gemeinsam zusammengearbeitet gehabt. Der Christian und ich haben sozusagen diese Challenge dann auch an die Andrea gegeben gehabt und die wurde dann in den Prototypen umgesetzt. Und je nachdem, ob wir jetzt schon auf die Fragen eingehen möchten, falls es welche gibt,
würde ich dann an die Kollegen von Andrena übergeben, dass wir uns die Partnerschaft von der anderen Seite aus anschauen. Mal kurz, ich sehe noch keine Fragen im Chat, aber bitte gerne jetzt schon posten, wenn ihr welche habt. Dann Christian, machst du weiter, oder? Genau, dann würde ich jetzt übernehmen. Und zwar bin ich der Christian Ulzhofer. Ich bin einer der Entwickler, der auf Seiten von Andrena mitgearbeitet hat. Und zwar haben wir im Rahmen vom Ausbildungsprojekt haben wir hier dann für die Studenten, die im Rahmen des Uni-Projekts das gemacht haben, übernommen, weil es bei den Studenten dann nicht weiterging. Und wer hat von Seiten von Andrena noch mitgearbeitet? Da waren zum anderen noch meine Kollegen Alexander Kern und der Jörg Schwabe, auch zwei Junior-Entwickler, die mitgearbeitet haben. Dann war da noch der Scrum Master Andreas Kaffer und noch ein Senior-Entwickler Andreas Arnold, der uns geholfen hat bei der Entwicklung, da wir mit der Technologie noch nicht so vertraut waren, und uns einfach schnell helfen konnte, innerhalb der 4 Wochen was auf die Beine zu stellen. Und in der Vorlesung ging es dann darum, von der Projektidee bis zum Endprojekt zu kommen. Also haben wir uns am Anfang auch noch mal eine Woche hingehockt und haben Brainstorming gemacht, was für eine Anwendung könnten wir entwickeln. Im nächsten Teil unserer Präsentation stellt der Jörg dann die Anwendung vor, die wir entwickelt haben. Und im Anschluss gibt es noch einen Ausblick, was für Features wären dann noch denkbar in Zukunft und am Ende die Diskussionsrunde. Gut, wir hatten dann die Idee, wir entwickeln eine Anwendung für den unbedarften Anwender, wie mich zum Beispiel. Wenn da jetzt irgendwelche Lämpchen in der Konsole vorne aufleuchten, weiß ich auch nicht so genau, muss mein Auto jetzt wirklich in die Werkstatt, ist da irgendwas kaputt? Oder allgemein wollten wir Alltagsprobleme lösen, weil der Werkstattfall ist jetzt nicht unbedingt auch ein Fall, der jeden Tag vorkommt. Unsere Anwendung soll ja auch jeden Tag benutzt werden, nennt sich ja Everyday Car Dashboard. Da sind uns dann solche Fälle eingefallen, wie man sitzt abends zu Hause auf dem Fernseher und auf einmal fällt ein, ich muss ja morgen zur Arbeit fahren, muss ich dann noch tanken. Da wäre dann zum Beispiel die Idee, dass die App abends dann anzeigt, hey, du musst morgen noch tanken, du musst halt eine Viertelstunde mehr einplanen, wenn du zur Arbeit fährst. Oder die App zeigt sowas an wie, morgen früh wird es kalt, du musst die Scheibe kratzen, programmier doch mal die Standheizung oder nimm dir mehr Zeit, bevor du morgen zur Arbeit losfährst. Oder man kommt nach Hause, lädt die Einkäufe aus, bringt die alle hoch in die Wohnung und ist oben in der Wohnung dann und fragt man sich, habe ich das Auto überhaupt abgeschlossen? Kann man, das sind alles so Convenience-Features, die man dann nutzen kann mit der Schnittstelle, die dann zur Verfügung steht, die man realisieren kann in solchen Anwendungen, in so einer Anwendung. Und wie sieht es dann aus? Also wir lösen die Probleme durch Automatisierung, Fernsteuerung oder eine automatische Fahrzeugdiagnose. Also man kann dann in der Anwendung die Standheizung programmieren, so nach dem Motto, ich fahre morgens immer um die Uhrzeit los und dann soll mein Auto immer die gleiche Temperatur haben. Sprich, im Sommer wird das Auto automatisch runtergekühlt von der Klimaanlage und im Winter wird es automatisch durch die Standheizung aufgeheizt. Oder man kann über die App dann das Auto abschließen, wenn man es vergessen hat. Und hier wird es dann unserer Meinung nach richtig interessant, weil hier kann man dann so Features nutzen wie, das haben wir dann kennengelernt bei unseren Recherchen, es gibt diese Diagnoseschnittstelle für Fahrzeuge, da kann man dann die Steuergeräte auslesen und bekommt dann Fehlercodes raus, mit denen kann man dann feststellen, ist irgendwas kaputt, ist irgendein Lämpchen kaputt, ist die Lambda-Sonde kaputt. Und hier sind wir dann auf solche Ideen gekommen, wie man kann ja dann schon vorab, bevor man überhaupt zur Werkstatt fährt, einen Diagnosebericht senden und spart sich dann eine Fahrt, weil normalerweise wird sie dann so laufen, ich fahre mit meinem Auto, wo mutmaßlich was kaputt ist, zur Werkstatt.
die lesen dann erstmal den Fehlerspeicher aus und stellen fest, ah ja, die Lambda-Sonde ist kaputt. Okay, wir müssen eine neue Lambda-Sonde bestellen, dann muss man wieder nach Hause fahren und wieder auf den nächsten Termin warten, bis dann die Lambda-Sonde ausgewechselt werden kann. Und so kann man sich dann halt einen Roundtrip sparen zwischen Werkstatt und zu Hause, hin und her fahren. So, und an der Stelle kann ich dann an Jörg übergeben, der mal durch die App führt, die wir uns da überlegt hatten an der Stelle. Genau, dann übergebe ich. Christian, dann musst du, genau. Ja. Okay. Gut, also ich darf jetzt den Prototyp vorstellen, den wir programmiert haben. Der Prototyp besteht hier aus dem mittleren Teil. Die Buttons hier rechts, die gehören eigentlich nicht zu einem Prototyp, die sind nur zu Präsentationszwecken gedacht. Allgemein ist unser Prototyp so aufgeteilt, dass wir ganz oben ein Auto auswählen könnten. Wir haben jetzt hier drei verschiedene drin. Locked ist standardmäßig ausgewählt. Dann gibt es hier Navigationselemente, die dann in Detailseiten übergehen. Hier haben wir eine Informationsbox. Da stehen dann Warnungen oder Fehler, wenn es welche gibt. Und unten sind Schnellaktionen, dass wir da ja, durch einen Klick eine Aktion ausführen können. Ich fange mit der Verriegelung an. Mit der haben wir auch angefangen zu programmieren. Und zwar haben wir gesehen, dass die Schnittstelle uns Informationen zu Fenstern und Türen liefert. Also haben wir uns überlegt, man könnte jetzt hier das linke vordere Fenster aufmachen, das rechte hintere Fenster und den Kofferraum vielleicht noch. Und die vorderen Türen hätten wir auch gerne offen. Sieht dann hier so aus. Man könnte auch alles auf einmal schließen oder alles auf einmal hier wieder öffnen. Öffnen sind dann eben nur die Türen. Genau. Eine Schnellaktion wäre auch hier direkt in der Übersichtsseite das Auto zu schließen, wenn man weggeht vom Fahrzeug, dann in einem Klick das Auto zu machen. Okay, das zweite wurde auch schon angesprochen, und zwar die Temperatur. Wir möchten, dass wir in 10 Minuten fahren und möchten, dass das Auto schön auf 23 Grad hochgeheizt ist, im Winter zum Beispiel, wenn es Minusgrade hat. Und dann können wir hier die Heizung anmachen und dann wird das Auto auf 23 Grad geheizt, ohne dass wir jetzt direkt beim Auto stehen. Und genau, wir können auch einen Zeitplan anlegen, wenn wir sagen, ja, wir fahren jeden Tag um zum Beispiel 7.05 Uhr in die Arbeit. Dann möchten wir auch um 7.05 Uhr immer das Auto auf 23 Grad temperiert haben. Oder wenn wir dann wieder fahren, auch um ja, vielleicht um 18 Uhr, dass wir dann auch die gewünschte Temperatur haben. Genau. Und die Heizung können wir auch hier durch eine Schnellaktion an- oder ausmachen. Jetzt habe ich sie wieder ausgeschalten. Dann war ja noch die Frage, ob genügend Tank ist. Wenn ich morgen losfahre, habe ich da noch genügend Sprit. Und das kann man hier der Info entnehmen. Wir haben jetzt hier den Füllstand angezeigt, die Reichweite. Und hier gibt es eine Reichweitenwarnung, die man auch konfigurieren kann. Es ist gerade bei 70 Kilometer eingestellt. Also gibt es gerade noch keine Warnung. Der Verbrauch und Benzin ist auch noch dargestellt. Wenn wir zu wenig Sprit haben, können wir auch direkt hier eine Tankstelle finden. Können uns auch eine auswählen. Vielleicht hier eine günstige. Genau, hier die Esso in Tankstelle in Vaihingen. Und können wir auch direkt navigieren. Also theoretisch, es ist gerade noch ein Prototyp, deswegen landen wir gerade immer
hier bei uns am Standort von Andrena in Stuttgart. Genau. Dann kommen wir noch zur Diagnose. Da haben wir jetzt mehrere Fälle. Einmal kann es sein, dass es dem Auto gut geht. Es gibt keine Fehler. Dann sieht das Ganze so aus. Dann ist auch alles in Ordnung. Jetzt kann es aber zum Beispiel sein, dass das Fenster kaputt ist und vielleicht auch ein Lichtdefekt und sogar der Katalysator auch defekt ist. Dann wird es hier vorne alles schon angezeigt und genau in der Diagnose bekommen wir dann noch ein paar genauere Details. Zum Beispiel steht hier auch, der Katalysator ist defekt. Wir können auch aus der Schnittstelle dann den Fehlercode auslesen. Dann haben wir hier noch dazu geschrieben, wann der Fehler gefunden wurde und ganz wichtig ist, dass man sofort die Werkstatt kontaktieren soll und nicht weiterfahren soll, möglichst. Genau, anders sieht es dann zum Beispiel bei einem defekten Fenster aus, wenn das Fenster vielleicht nicht mehr zugeht. Dann gibt es ja auch den Fehlercode, wann der Fehler gefunden wurde und hier die Beschreibung. Das Fenster vorne links lässt sich nicht schließen. Tauschen Sie die Sicherung aus oder kontaktieren Sie die Werkstatt. Ja, wenn man das selber kann, dann könnte man es auch selber reparieren. Genau. Wir haben jetzt hier aus den Informationen zusätzlich noch diesen Hilfeholen-Element hinzugefügt. Und zwar kann man jetzt direkt aus den Fehlern bei einer Werkstatt Hilfe holen. Und zwar landet man dann hier in der Übersicht. Kann man hier persönliche Daten eingeben. Schreibe mal meinen Namen rein. Mit der Telefonnummer. Und dann kann man hier auch eine Lieblingswerkstatt auswählen. Zum Beispiel Schmidt Kfz-Werkstatt in Vaihingen. Und dann können wir den Fehler, also dass der Katalysator defekt ist und das Fenster und Licht auch defekt sind, direkt an die Werkstatt senden. Und dann steht hier, der Diagnosebericht wurde an die Werkstatt gesendet. Ein Mitarbeiter wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. Genau. Das waren die Fehler. Was gibt es noch? Zum Beispiel haben wir zu wenig Tank. Das kann ich hier jetzt mal den Tank runtersetzen. Dann gibt es hier auch eine Warnung, was Christian auch vorhin schon erwähnt hat, dass man jetzt bitte tanken soll. Und hier sehen wir die Reichweite, weil ich jetzt eben Tank runtergesetzt habe, ist jetzt nur noch bei 52 Kilometer. Und deswegen gibt es eine Warnung, dass man tanken sollte. Dann haben wir hier auch noch Frost. Also wenn es am nächsten Tag sehr kalt wird und man dann auch nochmal 5 bis 10 Minuten zum Kratzen einplanen sollte, kann man hier auch diese Info anzeigen. Und ja, hier kann man dann auch direkt dann den Zeitplan anstoßen. Wenn man weiß, dass es Frost gibt, dann möchte ich es gerne auf 23 Grad hochtemperieren. Genau. Dann haben wir noch hier Einstellungen getroffen, dass man persönliche Daten einstellen kann, eine Lieblingswerkstatt auswählen kann, die dann immer angezeigt wird und auch die Reichweitenwarnung selber konfigurieren kann, wenn es jetzt nicht 70 Kilometer sein soll, sondern erst nur bei 50. Oder Reifendruck kann man auch runter oder hochsetzen. Das ist natürlich noch nicht vollständig, könnte man einiges noch ergänzen. Wir haben auch erst ein anderes Design gehabt, hier grünes Design. Und genau, für die amerikanischen Freunde noch in Grad Fahrenheit die Temperatur. Gut, das war's von mir und dann gebe ich wieder zurück zu Christian. Genau. So, wir machen das ja auch nicht alles aus Spaß und der Freude. Wir wollen ja Geld verdienen.
Und wir haben uns dann folgende Geschäftsmodelle überlegt. Also man könnte so das so Business-to-Customer-mäßig aufziehen als Freemium-App. Es gibt so kostenfreie Grundfunktionen wie zum Beispiel Türen schließen und öffnen und dann kostenpflichtige Premium-Funktionen, wäre jetzt hier zum Beispiel diese Werkstattschnittstelle denkbar, dass man den Kunden dafür zahlen lassen kann. Aber man könnte es genauso gut als Business-to-Business-Modell aufziehen, dass halt die Werkstätten oder Pannendienste dafür zahlen, dass sie an das ganze System mit angeschlossen werden. Oder auch so ein Mixbetrieb ist auch möglich. Also da ist schlichtweg alles möglich, haben wir uns überlegt. Es kommt auch darauf an, was man denn alles noch so für Dienstleistungen anbieten möchte. So zukünftige Features, die wir überlegt hatten, die man noch einbauen könnte, wäre sowas wie, wir haben es jetzt vorhin auch schon in der Präsentation gesehen, dass man erkennt, wer einsteigt ins Auto. Das gab es dann bei uns nämlich auch, so haben wir so überlegt, der böse Ehepartner steigt ein ins Auto, verstellt erstmal den Sitz und alle Spiegel und man muss wieder einsteigen und alle erstmal alles wieder einstellen. Das nervt doch nur, das kann man doch alles automatisch machen heutzutage. Oder halt auch ein Fahrtenbuch führen. Oder sich halt anzeigen lassen, wie umweltfreundlich fahre ich. Man kennt es ja schon vom Handy. Wo ist mein Handy? Gleiches Feature für das Auto. Man hat am Flughafen geparkt, Riesenparkplatz. Man weiß nicht mehr, wo man geparkt hat, genau. Genau, so Features, die es halt heute auch schon quasi Standard sind, kann man zusätzlich noch in die App mit reinpacken. Man kann an der, wenn man tanken war, bezahlen. Oder auch direkt man hat ja immer seine Wartungstermine, Intervalle bei den Werkstätten, dass man da automatisch Termine vorgeschlagen bekommt und die dann ablehnen oder annehmen kann. Oder halt, wenn halt ja auf Arbeit ist und jemand knackt das Auto und fährt weg, dass man wenigstens sehen kann, wo das Auto rumfährt. Genau, kommen wir hiermit zum Ende. Also was wollen wir lösen? Welche Probleme? Wir wollen halt solche lästigen Alltagsprobleme lösen, indem wir das alles automatisieren oder fernsteuern. Wir haben drei verschiedene Businessmodelle uns überlegt und können noch viele Features in der Zukunft integrieren. Und damit wären wir dann wohl auch am Ende. Und dann starten wir die Diskussionsrunde. Da darf ich wieder an. Ich übernehme gerne das Wort. Genau. Ja. Ich hatte mich vorher nicht vorgestellt. Entschuldigung, ich bin der Matthias. Softwareentwickler bei Andrena und Kollege von Christian. Ich werde mal die Fragen, sofern sie nicht schon beantwortet wurden, einfach mal kurz vorlesen und dann wieder das Wort an die Speaker übergeben. Mohammed fragt, wie sieht die